Hallo zusammen, herzlich willkommen zum fünften Video im Kapitel 1.5, die natürliche Exponentialfunktion. Hier soll es jetzt um die natürliche Logarithmusfunktion gehen. Das ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion. Und wir schauen uns einfach an, was die ist und wie man die ableiten kann. Ist also ein relativ kurzes Video und kurzes Kapitel. Ja, also wie schon gesagt, die Logarithmusfunktion, man schreibt hier ln von x, ist die Umkehrfunktion der e-Funktion, das heißt, die ordnet jedem x-Wert seinen natürlichen Logarithmus zu. Also so wie quasi die e-Funktion jedem x-Wert des e hoch x zuordnet, so ordnet die Logarithmusfunktion jedem x-Wert den natürlichen Logarithmus zu. Wenn man sich das dann am Graphen anschaut, dann sieht man hier, also während quasi die Exponentialfunktion macht aus der 1, x-Wert 1, den y-Wert e und die Logarithmusfunktion macht das genaue Gegenteil, die macht aus dem x-Wert e den y-Wert 1. Also die dreht quasi die e-Funktion wieder um. Wenn man den Graphen der natürlichen Logarithmusfunktion kriegen will, dann kann man den einfach an der geraden y gleich x spiegeln. Also wenn man die Exponentialfunktion an y gleich x spiegelt, dann kriegt man die Logarithmusfunktion. Es hat dann zur Folge, dass die Logarithmusfunktion im negativen Bereich nicht gibt, dass es die nicht gibt. Für 0 gibt es die auch nicht. Nähert sich hier an die 0 an, aber wird nie 0, also erreicht den x-Wert 0 nie. Also die Logarithmusfunktion ist nur für x größer 0 definiert. Für x 0 oder x kleiner 0 funktioniert die einfach nicht. Wenn man sich jetzt die Wertetabelle anschaut, also eben Graphen kann man spiegeln an der geraden y gleich x, wenn man sich die Wertetabelle anschaut, dann sieht man, dass da einfach die beiden Seiten vertauscht sind. Also wenn man sich jetzt eine Wertetabelle von der Exponentialfunktion nimmt und da als x und y Spalte vertauscht, dann kriegt man eine Wertetabelle für die Logarithmusfunktion. Die Ableitung der Logarithmusfunktion ist die Funktion 1 durch x. Also wenn man die ableiten muss, dann wird es einfach zu 1 durch x. Und natürlich muss man da dann auch beachten, wenn es jetzt in der Logarithmusfunktion was drin steht, dass dann beim Ableiten auch die Kettenregel greift. Da schauen wir uns jetzt gerade ein Beispiel dazu an. Also vielleicht hier erstmal das erste Beispiel, 2x² plus ln von x. Wenn man das ableitet, verwendet man natürlich die Summenregel. Das heißt, man leitet einmal das 2x² ab, wie wir es schon seit der 10. Klasse kennen. Das wird zu 4x. Und dann leitet man das ln von x ab und das wird eben zu 1 durch x. Ja, es ist jetzt gar nichts Spektakuläres passiert. Das war einfach die ganz normale Ableitung. Jetzt im zweiten Teil wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt den ln von 3x plus 4. Und da müssen wir sagen, hier ist jetzt ja im ln nicht einfach nur ein x drin, sondern eine komplette Funktion. Und das ändert natürlich was. Nämlich, das ändert, dass wir hier die Kettenregel brauchen. Wir haben jetzt eine äußere Funktion. Das wäre das ln von u. Also die äußere Funktion ist ja der ln. Das ist das, was man als zweites anwendet. Und wenn man die ableitet, dann kommt 1 durch u raus. Das ist ja, also wie hier oben, ln von x abgeleitet ist 1 durch x. Ja. Und dann haben wir die äußere Funktion schon mal abgeleitet und genau so müssen wir jetzt auch die innere Funktion ableiten, dieses 3x plus 4, das wird zu 3. Und dann haben wir alle Bausteine, jetzt müssen wir es nur noch zusammensetzen. Also einmal die abgeleitete äußere Funktion mal die innere Funktion und das u hier, das müssen wir natürlich wieder in die äußere Ableitung einsetzen und dann kriegen wir diese Funktion hier. Also hier jetzt die 1 durch u, das u ist hier wieder eingesetzt, mal die, oh, da ist die Farbe verrutscht, Moment, das sollte natürlich orange sein, mal die innere Ableitung und dann haben wir die Logarithmusfunktion schön abgeleitet, auch wenn hier in der Logarithmusfunktion eine komplette Funktion drin war. Ich bitte natürlich darum, wieder zu beachten, wenn der Logarithmus jetzt irgendwie in einem Produkt vorkommt, dann muss man natürlich auch die Produktregel beachten. Also die greift natürlich jetzt genauso wie immer. Und dann haben wir es auch schon geschafft, also mehr zum Beachten gibt es da nicht beim Ableiten, eben vor allem die Kettenregel beachten. Und wenn eine Produktregel vorkommt, dann ändert es ja nichts, also dann ist halt der ln noch in der Produktregel drin und man muss den dann als Teil der Produktregel ableiten. Aber Produktregel, denke ich, beherrscht man jetzt und dann sollte das kein Problem sein. Jetzt kann es natürlich noch sein, dass die natürliche Logarithmusfunktion irgendwie in Gleichungen vorkommt, also dass man eben wissen will, hier jetzt wie im ersten Beispiel, wann wird denn die natürliche Logarithmusfunktion gleich 3? Und sowas löst man immer, indem man das in eine Exponentialgleichung umformt, also auf beiden Seiten eine Exponentialfunktion als Basis schreibt. Das hätten wir dann so, e hoch ln x gleich e hoch 3. Und dann haben wir nämlich das Glück, dass sich e und ln hier aufheben. Und dann kommt raus x gleich e hoch 3 und die Gleichung wäre wunderbar gelöst. Also so wie wir eben den ln verwenden, um
die E-Funktion aufzulösen. Genauso verwendet man eben auch die E-Funktion, um den ln aufzulösen. Wenn wir uns die Gleichung jetzt hier anschauen, 2 ln von x plus 5 minus 2 gleich 7, dann geht es eben auch ähnlich wie bei einer E-Funktion. Also wir isolieren eben jetzt nicht die Potenz, sondern wir isolieren hier den Logarithmus, indem wir plus 2 machen und geteilt durch 2. Und jetzt haben wir wieder den Logarithmus hier schön isoliert, genauso wie oben, da war er ja von Anfang an isoliert. Wir schreiben also jetzt wieder auf beiden Seiten das e. Und auf der linken Seite heben sich e und ln wieder gegenseitig auf. Und wir können die Gleichung zu Ende lösen und haben jetzt hier die Gleichung gelöst, also einfach minus 5, indem wir wieder die e-Funktion, also die Exponentialfunktion, als Umkehrung der ln-Funktion eingesetzt haben. Das könnte man jetzt nur ausrechnen, dann hätte man eine Zahl dastehen, also einen Näherungswert, aber man kann natürlich auch die exakte Lösung dann so angeben. Es kann sicher auch vorkommen, dass der natürliche Logarithmus mal in der Substitutionsgleichung auftritt oder dass man mal was ausklammern muss, aber wenn man das mit der E-Funktion ausklammern kann, dann kann man das sicherlich auch mit der Logarithmusfunktion ausklammern. Das heißt, da habe ich jetzt nicht extra nur ein Beispiel dazu gemacht. Ich denke, das kriegen wir dann auch so hin. Dann bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit. Das war im Endeffekt alles zum natürlichen Logarithmus, was man dazu wissen muss. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!